Aber dass sie jetzt alle so anders sich anfühlen, ich dachte jetzt, viele fühlen sich gleich an. Da gibt es einen Ohrenkneifer, eine Hummel, einen Grashüpfer, eine Schnecke und einen Schmetterling. Da war so kleines Schnecke. Schnecken und viele andere interessante Sachen haben die Drittklässler entdeckt. Wie fühlt sich eigentlich die Rinde verschiedener Bäume an? Gibt es da Unterschiede? Alles darf ausprobiert werden. Das Maskottchen Hecki hat da viele Anregungen und Ideen parat. Hier auf der großen Streuobstwiese bei Schlüchtern, an deren Rand ein Heckenlehrpfad entstanden ist. Vor 4 Jahren waren wir schon einmal hier zum Drehen. Da waren die Sträucher der Hecke gerade erst angepflanzt worden. Damals auch mit Hilfe von Kindern aus der nahen Grundschule. Und dank des Wetters sieht das inzwischen richtig gut aus. Dadurch, dass der Sommer jetzt relativ feucht war, mussten wir auch nicht mit Gießkannen ausrücken. Und die Hecke ist sehr gut angegangen. Mittlerweile sind sogar Vögel drin. Das Projekt mit dem Heckenlehrpfad wurde von der ökologischen Forschungsstation Schlüchtern ins Leben gerufen. Dort widmen sie sich neben Forschungsaufgaben speziell auch der Naturpädagogik. Ein ganz wichtiger Punkt in Sachen Naturschutz. Also ich habe selbst die Erfahrung mit Grundschülern gemacht, dass wenn ich einem Kind ein Tier oder eine Pflanze direkt zeige, gebe, sie beschnuppern lasse, anfassen lasse, dass das Kind das einfach nicht mehr vergisst. Aber nicht nur Kinder lernen hier dazu. Beim Aufbau wurde auch das Jugendhilfezentrum Don Bosco in Sannerz involviert. Diese Art der Aufträge ist für uns sehr interessant auch, weil wir ja mit unseren Azubis von quasi Planung über Fertigung bis Endmontage alle Sätze durchgehen können. Doch nicht nur wir Menschen haben etwas davon, nämlich einen Lehrpfad, der uns viel erfahren und staunen lässt. Hecken an sich haben eine wichtige Aufgabe innerhalb des Ökosystems. Das hat man vor 50 Jahren aus den Augen verloren. In den 70er Jahren, als hier die Flurbereinigung stattgefunden hat, gab es ja viel mehr Hecken. Und viele sind der Flurbereinigung zum Opfer gefallen. Und damit ist natürlich auch ein Rückgang von Tieren und auch Pflanzenarten entstanden. Und Hecken verbinden Naturlandschaften. Das heißt, dass Tiere von Waldstück zu Waldstück wandern können, wenn diese durch schützende Hecken miteinander verbunden sind. Das tut der genetischen Vielfalt gut. Aber Hecken bieten natürlich auch Unterschlupf für jede Menge Tiere und Insekten. Denen hat man hier auch ganz viel zusätzliche Unterstützung geboten. Ja, das ist ein Kasten, der sozusagen für das Mauswiesel gedacht ist, weil Mauswiesel sind Mäusejäger. Und wir haben hier natürlich in den Hecken eine sehr große Mäusepopulation. Und die Wiesel sorgen dafür, dass die nicht überhand nehmen. Und das ist eine Möglichkeit, eine biologische Schädlingsbekämpfung zu machen. Und so wird klar, dass das eine nicht ohne das andere funktioniert beim natürlichen Zusammenleben. Dank des Zusatzgewinns aus der Umweltlotterie Genau konnten die Hecke und der Lehrpfad angelegt werden. Ein Klassenzimmer im Freien sozusagen. Die Kinder hier haben jedenfalls eine Menge gelernt und offensichtlich auch ganz viel Spaß gehabt auf ihrem Ausflug.